Mir ist es ein Anliegen, dass wir diese eindämmen, weil ganz ausrotten werden wir diese nie mehr. Wenn nur die Rosetten da sind, braucht es sehr gute Pflanzenkenntnisse, um sie von anderen Arten zu unterscheiden. Es braucht ein geschultes Auge. Wir haben so Bestimmungshilfen entwickelt und da ist genau erklärt, wie die Pflanzen aussehen. Die wichtigsten sind das einjährige Berufskraut, die Goldrute und dann der japanische Staudenknöterich. Sie haben so gute Bedingungen hier, dass sie alle heimischen Pflanzen verdrängen und sich ganz breit machen. Es ist aber wichtig, dass man die Pflanzen ausreißt, also mit der Wurzel ausreißt, bevor sie blühen und Samen bilden. Es ist eine wiederkehrende Arbeit und man weiß nicht, wie viele Jahre man das machen muss, um einen Erfolg zu erzielen. Der Inhalt dieses Sacks wird in der Grüntonne abgeführt und wird von der Stadt dann verbrannt, so dass die Samen nicht mehr keimfähig sind.